Der Prophet a.s.w. sagt in einem Hadith, dass am jüngsten Tag der elendeste Mensch in der Dunya von denen, die in das Paradies kommen, gebracht wird und er wird einen Moment in das Paradies sozusagen hineingesteckt und wieder raus. Und dann wird er gefragt, hast du jemals etwas Schlechtes in deinem Leben erlebt? Und er wird sagen, ich habe nie etwas Schlechtes erlebt. Was heißt das? Das ist alles vergessen. Das ist alles Schnee von gestern. Wie eine Frau, die kann sich auch nicht mehr großartig, vielleicht das Beispiel, nicht das beste Beispiel, an die Schmerzen von gestern erinnern, wo sie die, oder von letztem Jahr erinnern, wo sie ein Kind bekommen hat. Schon nachdem das Kind draußen ist, ist alles egal, was vorher gewesen ist. Die kann vielleicht noch den Tipp geben, ja, da gibt es viele Schmerzen. Bei dem ist es noch, der kann, für den ist alles vergessen, alles. Und der, die Person von den reichsten, erfolgreichsten Menschen der Dunja, die zu den Leuten des Höllenfeuers gehört, wird noch einen Moment in die Hölle reingetragen, rausgezogen. Hast du je etwas Gutes erlebt? Und wird sagen, ich habe nie etwas Gutes erlebt. So. Das ist der Wert der Dunja. Aber trotz alledem, was machen wir? In vielen Fällen lieben wir die Dunja mehr als Akhira. Ja, ذاكر الأصحاب كن متأدباً.